Hallo und herzlich willkommen zur Magic Premieren Draft des Hauptsets 2021. Ja, das letzte Game war ja ziemliches Verlustgeschäft. Wir haben verloren. Wir hatten nicht mal eine klitzekleine Chance, hatte ich das Gefühl. Anfang war es vielleicht noch ein bisschen ausgeglichen, aber dann haben wir nur Länder gezogen. Okay, abgehakt. Nächstes Game. Ich glaube, das erste war jetzt nicht repräsentativ. Okay, das ist jetzt Mulligan, würde ich sagen. Oder wir können hoffen, dass wir jetzt noch ein Gebirge bekommen. Wir hätten eine Dryade. Wollen wir es riskieren? Oh, bitte. Oh nein! Ich brauche nicht viel. Ich brauche nur... Ich riskieren. Das ist eigentlich zu schlecht. Nein, ich kann es nicht riskieren. Ach, besser. Okay. Ah, er will auch hier 6 Karten behält oder noch ein Mulligan. Ne, wir behalten mal 6. Und ja, das geht auch mal weg. Wie schlecht war das denn? Aber das ist jetzt schon besser. Okay, das sieht gut aus. Ja. Nee, lieber ein Schwung. Gleich weggeschockt, wie ich ihn kenne. Der andere hatte genau dieselben Farben wie wir jetzt. Marcio DTC. Mein Lieber, was hast du hier? Was hast du für ein Ass im Ärmel, mein Lieber? Ich bin ja gut gelaunt. Passt. Der Removal. Was soll mir passieren? Oh nein, er guckt sich meine Karte an. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Oh, guter Zug jetzt. Guckt euch die Kombination an. Schock. Hier. Eine Combo. Und Angriff. Das würde ich mal sagen, hat sich ja ausgezahlt. Genauso habe ich das in meinem Kopf geplant gehabt. Genauso. Könnten wir jetzt nochmal wiederholen, wenn du noch so eine klitzekleine Kreatur hättest. Eventuell. So eine 2-2er-Kreatur vielleicht. 3 Ebenen. Also sehr weißlastig anscheinend. Also ich bin guter Dinge. Sieht gut aus. Mein Gegner muss jetzt noch das eine oder andere Ass mehr haben. Das sage ich. 2-2-Kreatur. Wunderbar. Ja. Bleib da, wo du bist. Mein Gegner hat bestimmt keinen Bock mehr jetzt langsam. Ja, genau, dass das auch immer passt mit dem 2-2. Und Angriff. Die Geisel. Nö. Behalte ich noch als Ass im Ärmel. Jetzt hätte sie sowieso nur 2-2. Wenn ich sie jetzt diese nächste Runde beschwere, hat sie 3-3. Das wäre mir schon lieber. Ja, Mai, mach halt. Kein Problem. Kommt da meine Geisel. Nee. Und dann auch 3. Angriff. Auf 9. Läuft, würde ich sagen. Gut, dieses Removal ist halt gut, wie ich gesagt. Prompte Antwort ist halt super mächtig. Noch eine Feuertöle. Kann sie aber jetzt nicht verstärken oder kann sie einmal verstärken? Nee, kann sie gar nicht verstärken. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Angriff für 5. Ah, jetzt, wenn es beide durchlässt, wird schon kritisch. Ziel einer Wahl 3 Schadenspunkte zu. Ja, mein Fall. Ein Ziel einer Wahl 3 Schadenspunkte. Ja, jetzt muss er was kommen. Jetzt muss was kommen. Kann ich das eigentlich spielen? Eine Karte ab. Also ich kann sie nicht spielen, weil ich keine Karte habe. Ja, er hat aufgegeben. War aber auch ein super Start. Also hat er jetzt auch wenig Chancen gehabt. Würde ich mal behaupten. Ja, wir sind wieder gesunken im Rang. Wir waren ja schon auf Silber. Auf jeden Fall auf Silber. Gold glaube ich nicht. Ja, Leute. Seht ihr, das erste Spiel, habe ich doch gewusst, das erste Spiel war nicht repräsentativ. Und da es jetzt zu kurz war, werden wir gleich nochmal eine Partie spielen, würde ich sagen. Ja, das lief, weiß nicht, jetzt irgendwie das erste Spiel lief ziemlich schlecht. Das zweite Spiel lief ziemlich gut. Wenn es jetzt nach dieser Regel weitergeht, würde ich sagen, jetzt haben wir mal ein Spiel, was so ein bisschen ausgeglichener ist. Nicht so gut, nicht so schlecht. Okay, das kann ich jetzt ganz gut, könnte ich ganz gut mitleben jetzt, wenn so ein Spiel kommen würde. Gut, Minimalziel von einem Sieg erreicht. Ein Sieg, eine Niederlage. Passt. Mana-Probleme hatten wir bis jetzt nie. Jetzt kämpfen wir gegen Waden. Waden. Ja, passt, würde ich sagen. Halten wir. Mana ist da, zweifarbig. Schock ist am Start. Humpelteufel. Kann man nicht mehr verlangen. Ja. Nehmen wir mal ein Humpelteufelchen. Boah, super, das muss weggeschockt werden. Schock ist doch so gut, ne? Das ist schon super nervig, aber gerade im Draft ist der echt unbezahlbar. Bin ich froh, dass ich jetzt 2 genommen habe. Aha, willst du mich totmüllen? Mit Teferi. Das gefällt mir aber nicht. Das gefällt mir gar nicht. So Müllen gefällt mir gar nicht. Da muss jetzt echt eine Kreatur raus. Ein bisschen angreifen kann. Denn unser Gegner will uns totmüllen. Eieiei. Was hat er denn noch für eine Karte? Ritterschlag. Na, ja, das ist schon cool. Die hat er abgelegt. Warum eigentlich? Jetzt hat er so ein Crap. Crap-Scheiße. Zwei. Aha. Okay, jetzt kann ich nicht angreifen. So ein Mist. Oh, ja, diese Mauern. Das ist auch gute Taktik. Einfach so fette Mauern. Und dann versuchen, den Gegner tot zu millen. Eigentlich eine super Taktik. Jetzt kotzt mich das ein bisschen an, weil die Mauer wird einfach geblockt. Kann ich sterben? Kann die Fähigkeit nicht anwenden? 3. Mhm. Ach, schade. Tag angegriffen. So. Lass sie einfach durch. Das Aufflodern ist halt jetzt geil. Ach, geil. Geil. Ich hatte nichts. Oh, und die werden alle tot. Oh, die werden alle tot gegriffen. Tot gegriffen. Die werden alle getötet. Wenn du jetzt nichts im Repertoire hast. Ja, das hatte noch was. Ja, das ist eine ziemliche Scheiße. Aber immer eine
Mauer. Weiter. Vernichtet. Gefällt mir. Und dann haben wir noch Durchbrechen. Ja, momentan noch nicht. Eieiei. Das kotzt mich ja schon an mit diesen Teferi. Alter, die voll die Crap-Kreaturen. Die scheiß Kreaturen, Leute. Da hat ja gar nichts. Aber ich glaube, sein Taktik könnte aufgehen, ne? Ah, ich krieg halt auch nichts so Besonderes. So Besonderes. Wobei, der ist jetzt super. Oh, das ist jetzt geil. Oh, das ist geil. Her damit, her damit. Gib sie mir, 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 gib sie mir. Gibst du sie mir? Er gibt sie mir nicht. Was hat der denn jetzt immer für eine scheiß Antwort gehabt? Letztes Mal schon hier, das mit dem... Prompte Antwort. Ja, was denn das Wort ist? Engelhafter Aufstieg ist ja voll scheiße jetzt. Oh, nur 4. Mache ich jetzt. Mann, so eine Kacke. Engelhafter Aufstieg ist schon geil. Ah, die Zeit läuft mir davon. Was denn das für eine Common-Karte? Diese volle Müllkarte. Für mich. Wow. Können jetzt beide auch noch fliegen. Wie scheiße ist das denn? Ja, wenigstens, das war nicht ganz so schlecht. Und war nicht ganz so schlecht. Also eine Fliegenkreatur ist halt... Hier 3 Karten. Mein Gott, jetzt hier 3 Karten. Wow, 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 wow. Das war's. Super, gut gespielt. Gutes Spiel, mein Lieber. Ja, da kann ich nichts. Nicht mehr viel Zeit. Mein Stapel ist schon gefährlich hier. Da brennt ja hier schon blaues Feuer meines Stapels. Geht ja gar nicht. Oh, das. Oh Gott, sei Dank. Er hatte seine Verzauberung nicht mehr. Bin halt in 2 Runden trotzdem tot. Nein, jetzt hat er noch so eine fliegende Scheiße. Aber er hat gut gespielt. Gut gespielt. Okay, schauen wir mal. Können wir noch eine Folge mit reinschieben? Ja. Ich habe jetzt irgendwie Lust, noch einmal zu spielen. Also super gut. Aber er ist super gut. Super guter Darfspieler. Super gut. Gut. Alles. Niederlage wurmt mir jetzt überhaupt nicht. Da muss man seinen Gegner auch mal Respekt zollen. Wer ihn hat super gespielt, hat er wirklich. Nee. Wirklich gut gedraftet. Kann ich respektieren. Wirklich.
Super Gegner, erfahrener Magic-Spieler, tolle Karten gedraftet. Respektiere ich meine Niederlage vollkommen. Kein Problem. Seht ihr, es geht auch anders. Ne? Man kann auch Niederlagen akzeptieren. Oder ich kann auch Niederlagen akzeptieren. Die erste war super scheiße, weil es mich gewurmt hat, dass ich nur Länder bekomme. Und die kann ich akzeptieren. Es geht ja auch um die Spiele, ne? Wenn man gute Spiele hat, egal ob man verliert oder gewinnt, macht es trotzdem Spaß. Macht einfach Spaß. Gewinnen ist natürlich immer noch schöner, aber das war toll. So, schauen wir mal, ob wir noch einen Sieg davon tragen können. Ich habe schon gedacht, das wird schwer. Habe ich mir wirklich gedacht. Ich dachte, im Jandorf, da spielen ja nur die super starken Supercracks. Und ich bin da doch ein bisschen im unteren Bereich. Würde ich mal behaupten. Der weit unten. Ja, aber jetzt sieht noch gut aus. Jetzt kommt wieder irgendeine Scheiße hier. Jago, Lubi. Also Jago, Lubi, das gefällt mir gar nicht, wie du da spielst. Und das schon wieder. Tapp eine Kreatur deiner Wahl. Da hat er ja noch gar keine fliegende Kreatur. Nichts Fliegendes. Ich habe kein Mana. Brontodon, komm herein. Angreifen würde jetzt nichts bringen, wenn mir eine Kreatur zu blocken. Momentan. Oh, ich habe jetzt teure Karten auf der Hand. Was ist da los? Alles so 4er, 5er. Gut, ich könnte meine Geisel noch spielen. Ja, den hatte ich auch in der Auswahl. Hatte ich mir auch gedacht. So, kannst du mal durchlassen, schön. Die Runde noch. Ja, sieht ziemlich ausgeglichen aus jetzt. Irgendwie schön, das gefällt mir das Draft. Doch, jetzt hinten raus gefällt es mir nochmal gut. Ah, tja, vorher werden wir noch ein Artefakt zerstören. Das war jetzt cool, ha? Damit hast du voll in die Scheiße gegriffen. Voll in die Scheiße. Oh, meine Spinne, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt spielen? Meine Güte, die Auswahl ist so groß. Einfach mal ein paar Kreaturen raus. Zum Mana zahlen? Na. Ich mal an. Mit der Dürade. Ich habe halt Kreaturen um Maß. Ich finde es eigentlich gut, wenn jetzt eine sterben würde von seinen. Ja, Kreaturen übermacht, würde ich sagen. Momentan. Mana ist auch, passt auch. Ja, okay. Er hat gute Removal, ne? Was hat er nicht schon noch Removal gehabt? Das hier schick im Langfänger, weil ins Exil ist ja auch ein Removal eigentlich. Das war jetzt? Kurzschwert oder was? Hab ich gar nicht aufgepasst. Hab ich gar nicht aufgepasst. Ja, mach das. Was? Nehme ich mir doch mal. Na gut, gut. Aber ich habe sie trotzdem, hat die überhaupt nichts gebracht. Bestimme eine Farbe. Hoppla. Ja, tut mir leid.
Ja, gutes Spiel, gutes Spiel. Jetzt muss einfach eine Kreatur durchkommen. Und jetzt sieht's gut aus. Das war jetzt die falsche Karte. Die hier aber nicht ins Exil geschickt. Ja, verloren. Verloren, verloren, verloren. Applaus, Applaus, Applaus. Guter Gegner. Rangaufstieg. Yeah, Bronze Stufe 2. Cool, Leute. Ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt diese Folge beenden? Ich bin mir jetzt unsicher, oder soll ich noch eine hinterher schieben? Mal sehen, die geht jetzt 20 Minuten. Könnte ich jetzt beenden, in der Hoffnung, dass die nächste Folge etwas länger ist. Preis abholen. Heldin der Winde. Immer wenn du wenn du einen Zauberspruch wirkst, der die Heldin der Winde als Ziel hat, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges. Super, nicht schlecht. Gefällt mir. Zwei Siege. Oh, wir sind leid. Wir sind nur ein. Oh, das machen wir in der nächsten. Wir sind nur einen Sieg von unserem großen Ziel entfernt. Das Ziel, das ich jetzt selber beschlossen habe, die 1000 Edelsteine zu knacken. Ja. Das ist, glaube ich, Spannung genug für die nächste Folge. Das ist so ein kleiner Cliffhanger, damit ihr dabei bleibt. Ja. Nächste Folge folgt dann morgen auf dem Kanal. Und ja, werden wir es schaffen, die 1000 Edelsteine zu knacken oder nicht? Ihr werdet das erleben, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Also Leute, habt einen schönen Abend und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.